Zocker-Launcher, liebe Siedler-Community, da ist er wieder, der Haupt-Livestream, der die Siedler 4 Weltmeisterschaft 2021. Und ich kann euch sagen, heute mit zwei richtigen Spitzenspielen und ich freue mich sehr drauf. So, und wer könnte in Gruppe 15 besser an meiner Seite kommentieren als jemand, der auch selber in Gruppe 15 spielt? In diesem Sinne, hallo Kevin, a.k.a. Katie System, grüß dich! Oh ja, das könnte sein, tatsächlich. Warte mal, ich sehe, dass meine Elgato keinen Ausschlag hat. Man hört ihn gar nicht. Ach, jetzt habe ich das Problem erkannt. Warte mal. Red mal was. Test. Patrick hat wieder mal technische Probleme. Okay, also, lieber Stream, sorry, dass ich hier gerade Alleinunterhalter war und viel mit Kevin geredet habe, also, aber kauft euch niemals eine Capture-Karte von Elgato, ich sag's euch, ich kann sie nicht empfehlen. Zumindest nicht die 4K-Variante. Okay, ready, du hast aufgemacht, er auch, dann ist ja dann doch alles angerichtet für einen schönen Abend. Mit ja. Siedler 4. Let's go. Oh, ich habe Sandy Gedächtnislilla. Mhm. Sag mal denn, Römer gegen Römer. Okay, hatten wir ja noch gar nicht. Also DG Wenk, wie gesagt, links und Predator rechts. Kennst du eigentlich Predator? Ich glaube mal ein oder zwei Spiele mit ihm gespielt. Und? Random. Kann ich mich nicht dran erinnern, aber ich kenne seinen Namen. Also er ist kein Unbekannter, aber er ist kein mir besonders Bekannter. Aber wenn man ja auch weiß, wie viele Random-Spiele ich so in den letzten Jahren immer mal wieder spielen kann und mal nicht spielen kann, ist das aber auch kein verwunderlich. So, aber was sehen wir? Wir sehen erstmal beide Spieler schauen sich... Leute, sorry, ganz kurz, man hört Kevin nicht. Ja, das haben wir vor 5 Minuten auch rausgefunden, Sandy, danke. ja, aber so viel erstmal dazu. Patrick, willst du vielleicht noch Discord-Livestream anmachen, dann sehe ich zumindest, was du siehst. Ja, mach ich dir. Immer ganz praktisch. Wenn das nicht das Twitch-Abo da verlängere. Was wieder nicht funktionieren wird. Keine Ahnung, wo du da, dein Twitch-Abo immer hinschickst. Ich glaube, dass das ist, wenn Moderatoren werden vielleicht ausgeblendet. Keine Ahnung. So, wegen Wettbewerbsverzerrung. Keine Ahnung. Habe ich auf jeden Fall jetzt gemacht und ich wette, wird wieder nicht angezeigt. Vielen Dank. Egal. So, aber widmen wir uns erstmal dem Spannenden, nämlich dem eigentlichen Spiel. So, also, beide bauen recht zügig ihre beiden Wohnhäuser, dann ihre Eisenschmelze und ihre Werkzeugschmiede. Das kennen wir eigentlich schon von jedem Römer, also... Da haben wir noch nicht so viel gesehen. Predator ist der blaue Spieler, also in meiner Farbe. Da er aber gerne weiß spielt, habe ich schon mal keine Sorgen mehr. Und das kann er gerne gegen mich haben. Also der Kevin. Wie kommst du denn da drauf? Na, blau. Das ist natürlich ein guter Vergleich. Nee, aber wir sind auf jeden Fall beide verwenden die 5-Steinmetz-Strategie zu Anfang. DG Wenk hat super ähnlich Predator, aus. Ja, vom Aufbau her, von der Grundidee her sieht es bei beiden gleich aus. Beim Predator sind ein bisschen schneller die Sägewerke und sind grundsätzlich alle Sachen ein bisschen schneller fertig geworden für meinen Geschmack. Als beim DG Wenk. Ich weiß nicht, ob DG Wenk das auch schon gegen mich gemacht hat. Das müsstest du eher sagen. Er baut eine sehr schöne Pio-Straße. Ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Dich gegen DG Wenk. Ich hatte... Stimmt, das war ja gar nicht live bei dir, sondern entweder war es gar nicht live. Nee, doch, es war live. Aber es war halt... Ich hatte gleichzeitig ein anderes Spiel im Stream. Genau, ich glaube, das war bei Shadow. Hatte nur
hatte nur den Chat so ein bisschen im Auge, wo dann stand, oh, Kevin ist am Verlieren. Und ich dachte, ja, komm, die trollen. Kann gar nicht sein. Ja, war lustig. Ja. Wie hast du ihn dann final besiegt? Höhere KK? Mehr Truppen? Was war's? Insgesamt mehr Truppen und über eine sehr komische... Also wir haben uns beide komplett mit irgendwelchen Randtruppen aufgerieben wie die Bekloppten. Ich bin oben lang, weil ich habe seine gesehen und dann habe ich... Ist er wieder oben zurück. Das war eine komische... Keiner ging wirklich drauf und am Ende des Tages ging es darum, wer am schnellsten den Verteidigungsturm geschafft hat. Aber wollen wir uns mal gar nicht mit der Vergangenheit so stark aufhalten. Schauen wir uns erstmal an, was beide gemacht haben. Der Gewenk hat nur 2 Sägewerke statt 3 Sägewerke gebaut, was sein Kontrahent bereits was ein bisschen zügiger... Zu der Pio-Straße zum Berg mit jetzt Türmchen? Ja, die finde ich ganz nett, aber man sieht halt, er hat währenddessen halt seine restliche Produktion... Ja, nicht hingekriegt. Also es ist schön, wenn man da die Pio-Straßen baut, wie ich immer sage. Mhm. Aber da liegt bei ihm ja noch, da liegen ja noch 2 Bretter und Steine auch rum. Da kann er ruhig 2 Türme bauen mit den Brettern. Dann hat er 2 Bretter mehr verbraucht wie sein Gegner. Hat aber schon mal die Bretter verbraucht, weil das ist das Wichtigste. Verbraucht die scheiß Bretter und die scheiß Steine. So, jetzt hat jeder einmal im Chat und jeder mich einmal im Discord angeschrieben, ja, man hat Kevin am Anfang nicht gehört, es ist meine Schuld, es tut mir leid, Leute. Aber wir haben ja ein Delay, also wir haben das ja schon lang gefixt. Es ist so assi, ja, mit Delay, es ist so assi. Ja, das Delay ist nicht schön und ich glaube, hätten wir kein Corona, hätten wir schon längst gesagt, komm, wir mieten eine Halle und da treffen wir uns alle und dann spielen wir mal kurz alle Spiele aus. Und dann saufen. Oder so. Gut, das wäre was für dich, Patrick, aber... Ja, ich gleich saufen, ihr könnt Siedler spielen. Dann sollten wir eine flache Bühne mieten. So, aber was ich sehr schön finde, ist, dass wir... Beim Predator, im Gegensatz zu seinem Kollegen, schon sehr, sehr viel stehen haben, den Grundaufbau stehen haben, keine Zeit, auch ja nur in irgendeinen Förster gesteckt. Gefällt mir. Gefällt dir? Also, ja, er spielt halt am Limit. Er hat sehr, sehr früh die Sägewerke, er hat zwischendurch schon 2 Sägen gemacht. Könnte sein, dass es optimaler läuft. Mhm. Oder nicht, das müsste man wirklich mal komplett berechnen, auswerten. Habe ich mir die Mühe noch nicht gemacht. Was man aber sieht, dass seine Steinmetze nicht ganz optimal arbeiten. Ein Steinmetz oben war gerade voll und unten hauen die auch gleichzeitig auf komische Steine. Bisschen komisch eingestellt. Auf komische Steine? Oder gar nicht eingestellt. Ja, man sieht ja, dass der linkeste Stein schon halb weg ist. Oder dieser linke, mittlere. Das heißt, die laufen da ein bisschen länger. Das stört zwar nicht, aber da kann man noch ein bisschen was rausholen. Also es gibt noch Optimierungsbedarf, sodass ich noch meine Chancen gegen Predator noch sehe. Okay. Aber sonst, also er hat nicht nur deine Farbe, er baut auch ähnlich wie du? Ja, würde ich mal sagen. Den einen Förster, den ich ganz gerne da schon beim Start hinsetze, hat er jetzt weggelassen. Man erkennt bei ihm ja, dass das noch Holz rumliegt. Also er kann mehr bauen. Ich weiß jetzt auch nicht so ganz, warum er nur eine Farm baut, also... Das sind 2, oder? Ja, aber die hat er erst jetzt gerade in Betrieb genommen. Weil vorher wurde ja noch gar nichts hingetragen, oder? Die sind sehr, sehr verzögert erst losgelaufen. Genau, er hat erst gerade die Farm gestartet, also er hat sie ein bisschen mit Delay gemacht, obwohl er genügend Holz für hatte, also so ganz... Gefällt mir das noch nicht mit seinem Holz- und Steinverbrauch. Also es liegt zu viel rum. Aber wie gesagt, meckern auf sehr hohem Niveau. Bei seinem Kontrahenten sehen wir das gleiche ja auch. Und wir sehen bei ihm, durch die Pio-Straßen hat sein Kontrahent jetzt 2 kleine Türmchen eingespart und ein bisschen mehr Bereich zum Preis von... Ja, währenddessen hat er natürlich nicht so viel gemacht. Dafür hat er jetzt aber in der Mitte so ein richtig kack, eine richtig blöde komische Landesgrenze, ne? Wo die Siedler nicht vernünftig durchlaufen oder gar nicht durchlaufen können. Ja, da sollte man mal 3-4 Pios hinschicken, die können da schon mal ein bisschen. Die sind aber Alarm. Alle gerade noch damit beschäftigt. Doch, er macht das, er schickt die gerade schon ein paar hoch, er hat sehr viele. Ich wollte gerade sagen, die sind auch damit beschäftigt,
unten den Stein zu erschließen. Da will er auch zügig hin. Also DG Wenk, die Variante erst Minen bauen und dann in die Nahrungsproduktion einsteigen und Predator die Variante, die auch du bevorzugst, meine ich zumindest, erstmal Bauernhöfe setzen, Brotproduktion wenigstens halbwegs in Gang bringen und dann aufzubauen. Genau, die Bauernhöfe brauchen eh unendlich lange, bis die mal anfangen zu laufen. Da kann man erstmal 3 Bauernhöfe hinklatschen und sich dann um die Minen kümmern, weil man hat 3 Sensen, die kann man erstmal verbrauchen. Vielleicht kann man nur mit 2 spielen, das ist High Risk. Aber besser als alles andere. Was mir beim Predator nicht so gut gefällt, ist zum Beispiel, dass er zwar recht stark am Limit arbeitet, aber unten beispielsweise für die beiden Steinmetze keinen Saboteur runtergesendet hat. Man sieht ja gerade, wie er aus der Pampa runterlätscht. Runterlätscht auf gutes Deutsch. Wo du gerade drauf ansprichst, in die Mitte scheinen sich schon die ersten Diebe oder sonstiges aufzumachen. Müssen ja Diebe sein, Sabos sind es wohl kaum. Beim DG Wenk ist da noch nicht viel zu sehen. Auch seine Soldaten sind da eher eine Alibi. Weil ich es gerade anspreche, ich habe doch gar nichts gesagt. Du siehst mein Ansprichst, Bild. Ansprichst, ja. Dein Bild, genau. Ich sehe ja dein Bild im Discord, das anzeigst, weil du gerade unten hin warst bei den Solis. Deswegen. Da bewegen sich auf jeden Fall gerade Diebe nach drüben, die in einen Freiraum latschen. Also da kann man besser mal ein Soli an die Kante stellen und den Rest bei den Minen rumlungern lassen, weil sonst hat man ganz schnell mal das erste Fleisch verloren. Was mir beim DG Weng sonst noch auffällt, ist, er hat meiner Meinung nach ein Haus gerade zu wenig. Was krass ist, verbrauchte Ressourcen 207 zu 206. Die geben sich gar nichts, die zwei. Ja, aber du wirst sehen, dass im nächsten Tick DG Wenk auf einmal ganz stark abweichen wird von dem, was sein Kontrahent hat. Wegen? Weil ihm ein Haus fehlt. Okay. Also man sieht jetzt, dass bei ihm ein Haus fehlt, weil es sind alle Siedler jetzt gerade komplett am Latschen. Mhm. Die haben gerade unten Brote hingetragen, rennen wieder bis nach oben wie die Bekloppten. Ein Haus hat er da in seiner Build-Order, ich würde nicht sagen vergessen, er hat es halt einfach nicht mit drinne. Es könnte sein, dass es vielleicht noch so knapp am Limit ist, weil es steht immer mal einer vor dem Haus hin, aber das könnte auch nur das typische Siedler-Limit sein. Player 2 hat auf jeden Fall schon mal ein paar... Wetzaufen steht Ebe noch mit verloren. Tonic aus. Oh yeah. Da sind wir dabei. Ist das Predator da? Aber scheiß drauf, Siedler-WM ist nur einmal im Jahr. Was? Ich war kurz abgelenkt. Red weiter, Kevin. DG Wenk hat offensichtlich ein paar Diebe entdeckt, denn seine Armee prescht da erstmal vor, als gäbe es was zum Mittagessen. Ja gut, da ist sie auch da mit einer ganzen Armada durchgegangen. Aber wenn er sie da stehen lässt, dann sind die gleich alle hier. Zwei sind durchgekommen, okay. Oder? Ja, ich denke, zwei sind durchgekommen, aber wird natürlich jetzt ziemlich emsig nach auf die Suche gehen. Ah, die bleiben stehen. Okay, RIP. Aber also, ich vermute mal, dass sie sich über ein paar... aufgeregte, ja, in der Mitte wurde irgendeine Einheit in die Mitte gezogen, aber wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Das war, glaube ich, keine großartige Absicht. Vor allem, da seine Diebe ja eh schon längst durch sind und irgendwo rechts gerade den Berg erobern. Aber wir haben uns hier kurz von Dieben ablenken lassen. Schauen wir erstmal wieder zurück in die jeweiligen Wirtschaften. Ich glaube, das ist im Moment ein bisschen interessanter, weil wir sehen ja auch das, was ich gerade vermutet habe, dass die verbrauchten Rohstoffe ziemlich stark nach unten abgewandelt sind beim DG Wenk, dadurch, dass er seine Siedler nicht hatte und auch immer noch so ein bisschen in so einem kleinen Siedlermangel steckt. Du hast recht, ne? Jetzt sind es 274 zu 305 Ressourcen. Ist krass. Dass du sowas immer schon vorher weißt. Ja gut, das ist... Für mich als... Und nur eine Minute. Voll Noob, ne? Ist das immer wieder faszinierend.
Ja, was ich zum Beispiel auch schon sehe, ist, dass der Predator im Moment so ein bisschen, ich weiß nicht, was er da getan hat, aber er hat in Siedler investiert, als gäbe es einen Preis dafür zu gewinnen. Wenn ja. du dir mal anschaust. Aber du kennst doch, was du kennst da doch ne, das Sprichwort. Lieber zu viele Siedler wie zu wenige. Ja, klar, aber es stellt sich halt die Frage, was will er mit den Siedlern in dem Moment? Also er hätte währenddessen eine Mühle bauen können, er hätte währenddessen 2, 3 Kohleminen mehr bauen können, er hätte irgendwas machen können. Hauptsache jetzt, die Anzahl an Wohnhäusern überrascht mich zu diesem Zeitpunkt doch ein bisschen. Er hat es auch gar nicht eilig, zu den Steinminen zu kommen. Also nicht so panisch wie nee, er baut auch jetzt. Er baut jetzt auf jeden Fall auch erstmal oben rechts ein Türmchen. Ein Turm in Richtung Stein. Mhm. Man sieht, dass sein Wald, sagen wir mal, mutig ist. Und welcher er im Moment Wald? Wahrscheinlich. Ja, das sind halt so die typischen Wälder, wo ich dann wieder anfange zu jammern. Du hast vorhin gesagt, toll, er baut noch keine Förster. Ja, genau, er baut noch keine Förster, aber er hat den Zeitpunkt, wo die Förster notwendig waren, unterschätzt. Weil jetzt laufen die Holzfäller gerade oben links hin und kloppen da ein paar Wälder kaputt, das ist nicht hilfreich. Also er wird sicher Meldungen gekriegt haben von irgendeinem Holzfäller, dass da keine Bäume mehr sind. Ja, deswegen baue ich unten rechts, zum Beispiel in der Linie, baue ich da nicht 4 Stück und gar keinen Förster, sondern entweder 4 plus ein Förster oder 3 plus ein Förster, je nachdem, wie ich gerade gelaunt bin. Also wenn der Holzfäller vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, sozusagen. Ja, lieber dann Förster zu viel als zu wenig, sonst hat man nämlich ein Problem. Was mir bei beiden Spielern stark auffällt, ist, sie nutzen nicht wirklich effektiv ihre Pios. Die rennen da ständig durch die Pampa wie so eine KI-Pio-Geschichte. Sowohl beim DG Venk rennen gerade Pios, wenn das keine, ne, können ja keine Diebe sein, rennen Pios gerade wieder auf dem Berg rum. Da. Ja, die kommen gerade zwischen den Schmelzen da, rennen auf dem Berg, die waren irgendwo oben in der Pampa, haben irgendwo gegraben und beim Predator stehen Pios am Startturm, also. Ja, sie haben die Siedler, aber mach doch irgendwas mit den Pios, anstatt sie irgendwo sinnlos in der Pampa rumstehen zu haben. Beim Predator weiß ich nicht, ob das ein Missklick war, aber 3 Wasserhäuser und dann auf der falschen Seite des Flusses, also wollt er mich verarschen oder ist das... Das ist bestimmt, er hat gehört, dass du Co-Moderator bist. Da hat er sich gedacht, ja, okay, dem gebe ich. Vor allem, er muss ja noch gegen mich spielen, ne? Der soll er denken, der Kevin jetzt, der kann nichts, ne? Ja, damit ich dann hier wieder ganz, ganz stolz zur PT mit meiner Truppe komme und an der Stelle scheiße. Das ist kein der einzige Grund für Wasserhäuser von einem LAler unter dem Fluss sein. Nein, das ist einfach der Geheimaufbau bei LA, der sich standardisiert eingebürgert hat. Der Geheimaufbau. Ja. Wir haben ihn ja, glaube ich, von The Legend gesehen, den Geheimaufbau. Wikinger, Mana, Blutrausch. Hat nur leider nicht funktioniert. Ja, ich habe ihn ein bisschen mitgeschaut, gesehen. Mhm. Ich fand, es waren gute Ansätze, aber sehr schwach gemacht und auch am Ende an Kleinigkeiten gescheitert, wie keine Brote, kein Berg. Also es war ein mutiger Aufbau, aber ich hätte ihn anders gemacht. Mich hat gewundert, wie viel Mana am Ende... Du vergisst immer noch, die Drucksituation, Kevin, die du selber auch hattest. Ja, deswegen. Aber wie viel Mana hatte er zur PT? Über 200. Über 200. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Aber ich glaube, dass das gerade wichtig ist, wenn man so einen Mana-Aufbau hat, den Push nicht nur zu machen, sondern halt die Sabos mit dabei, den Druck mit aufzubauen. Aber es war eine interessante Geschichte. So, aber zurück zu unserem aktuellen Spiel und den mysteriösen Wasserhäusern. Was ich beim DG Venk sehe, sind komische Fischer. Also ich weiß nicht, was ihr heute alle habt mit baut die Dinger auf der falschen Seite des Flusses. Scheint wohl Mode zu sein. Tja. Ich kann da die Tür nichts ist auf abgewinnen. Der falschen Seite. Wie war das? Ja. Also wir können ja leider nicht, wie in Siedler 7 kann man das, glaube ich, Gebäude drehen. Ja. Im neuen Siedler will, übrigens auch. Warum? In 6 Richtungen. Wunderbar, das ist schon mal immerhin etwas.
Wobei das ist natürlich auch wieder dann unendlich langweiliges oder unendlich also, aufwendiges Micromanagement wenn für die Türen. Wenn irgendwann mal ein Siedler 4 Remaster, ja, ich bin ja immer noch felsenfest davon überzeugt, dass sowas kommt, Siedler 3, Siedler 4 Remaster, dann hat es bestimmt eine 3D-Engine und dann kann man bestimmt daher auch Gebäude drehen. Könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich. Ja, wobei, ja. Wobei, dann könnten vielleicht schon wieder welche viel zu. Wär vielleicht schon wieder zu viel? Dann könnten wir wieder viele schreien. Es ist kein Remaster, es ist kein. Dann wäre es ja kein Remaster. Dann ein Remaster Remake, bedeutet ja. Ein Remake. Aber ich würde erstmal. Ich würde lieber ein Remake haben, weil ich sag mal, die Grundlogik von Siedler 4 ist spannend. Aber was viel, viel wichtiger ist, dass man das Spiel an die Dinge anpasst. Wir sehen ja, das Spiel ist jetzt nicht so geworden, weil Ubisoft sich das so damals gedacht hat oder Blue Byte, sondern weil es halt Limitationen gab und auch Zeit- und Geldmangel und ein heutiges Spiel, das muss halt auch ein bisschen mehr bieten als Siedler 4. Das sehen wir selber, wo wir Siedler 4 am Limit spielen. Wir setzen nicht nur die Wasserhäuser auf die richtige Seite des Flusses, wir stellen die Wasserwerker Radien ein, wo die arbeiten und so und das ist natürlich etwas, wo wir irgendwann in Siedler 4 ans Limit stoßen, was man da optimieren kann und dann spielen alle auf dem ähnlichen Niveau und dann ist das Spiel ganz schnell am Ende. Also, ich fände es cool, wenn man Gebäude drehen könnte, die wir weiter optimieren, aber wir schweifen schon wieder ein bisschen ab. Zumindest alle, die mit dem IQ über 200, die spielen dann alle auf dem gleichen Level. Also du und PJ, ja. Rob noch. Ja, jetzt streich mal den IQ 200 durch was Kleineres. Was mich eher interessiert, ist DG Wenk. Macht ein paar Bögen, macht ein paar Schwerter. Ich kann noch nicht absehen, was er damit provoziert. Aber er sollte dringend mal sich überlegen, sein Lager zu benutzen. Weil die Schmiede da ist gerade eine... Wartet auf Kaserne-Schmiede. Also ja, man kann Waffen auch einlagern. Die eine Schmiede ist durch. Ah, guck mal da, wir müssen es nur sagen. Also wir können auf jeden Fall sagen... DG Wenk hat auf uns erhört. Wir sind ja mit Stream Delay noch unterwegs. Also auch wieder mal ein Beweis dafür, dass manche Spieler einfach Dinge beobachten und darauf reagieren, was ja, mir immer sehr gut gefällt. Er sieht ja auch seine Siedlung, nicht nur wir. Ne? Also. Ja, ja, das muss man immer bedenken. Das ist immer wichtig. Und ich glaube, DG Wenk hat einen sehr soliden Aufbau. Macht er only Schwertis? Aktuell ja, ich denke, das sind nur die paar Startbögen, weil das war auch seine erste Schmiede, wenn ich das noch richtig. Ich sehe gerade mal kurz in den Stream. Ja, da liegt. Ja, das war noch seine erste. Er macht nicht 100% Bögen. Nicht 100% Schwertis. Mhm. Aber zum Großteil. Zum Großteil. Ein paar Bögen. Ja, interessant finde ich jetzt, dass auch Predator. Ja, ich finde auch interessant, dass Predator das ähnlich macht. Also. Ich fand's ja gut von Macronix, dass wir uns dann normal bekämpft haben wie ehrenhafte Siedlerspieler und nicht wie die letzten Schwertis? Die letzten Trottel. Aber das ist eher so ein bisschen meine Philosophie, weil ich finde Schwerter gegen Schwerter zwar interessant, aber es ist nicht gut gemacht. Es ist ja kein Steinschere-Papier-Prinzip, sondern eher so ein. Nein. Benutzt die gleichen Waffen wie der Gegner und der Gegner ist am Arsch oder du hast eine Engstelle, ein paar Schwerter, ein paar Bögen und GG. Mit den Schwertis, aber es ist wenig Taktik dahinter, viel guck mal, was der Gegner hat und reagier dann entsprechend mit ein paar Trüppchen in die richtige Richtung und dann ist es easy, also... Die wissen beide, es gibt ein Folgespiel, DG Wenk gegen Macronix, hallo Macronix übrigens, sehe, dass du gerade im Chat bist, grüß dich, und die denken sich, ey, ich muss schnell machen, ne? Sonst gibt's Ärger von Macronix. Also, only Schwertis. Das ist natürlich, beide machen das, wissen sie nicht. Oder haben wir irgendwelche Diebe nicht entdeckt? Ich glaube nicht, dass sie das wissen. Beide haben nur noch Predator hat Diebe und ich vermute mal, dass seine Diebe immer noch abgefangen wurden. Predator hat gleich, auf jeden Fall gleich ein Lagerproblem. Er hat auch komischerweise Spitzhacken eingelagert und Getreide und Fisch und... Ja, Spitzhacken einzulagern ist ja wieder nice. Getreide einlagern auch, aber da muss er halt mal langsam seine Mühle fertig kriegen, damit das scheiß Lager da mal leer wird, weil dann kann er gerne noch ein zweites Lager bauen. Mich wundert so ein bisschen diese alleingelassene Eisenschmelze da, die könnte mal gebaut werden. Und er kann allgemein mal ein bisschen mehr bauen in Richtung Berg, weil ich sehe ja, sein Holzlager ist wieder voll. Da liegt keine Rohstoffe, da liegt kein Material dran an. Die hat er vielleicht pausiert. Genau, die ist pausiert, da rennen ja noch die Siedler durch. Das sieht man ja, wenn die noch durchrennen, dann ist das Gebäude nicht gelockt und somit kann man durchlaufen. Okay, wieder was gelernt.
Genau, Gebäude, die quasi angebaut werden, kann man durchqueren. Das ist immer ganz wichtig, wenn man jetzt einen Gegner in der Siedlung hat, der gerade eindringt, dann kann man den noch ganz gut blockieren, indem man Gebäude hinsetzt, die theoretisch beliefert werden. Dann müssen die Solis in dem Moment außen rum. Mhm. Wenn man aber keine Rohstoffe hat, kann man sie nicht außen rum lenken. Mhm. Ist aber auch je nachdem, wie man das ausnutzt, nicht unbedingt gestattet. Aber das ist sowieso ein Thema. Da findet ihr ja immer irgendwelche Methoden, um irgendwo dann doch noch wieder die Sonderregel der Sonderregel aufzurufen, weil es dann doch nicht fair zugeht. Aber es gibt ja auch andere Spieler, die rennen einfach zum Startturm und dann hat sich das erledigt. Und das hatten wir heute tatsächlich schon in zwei Spielen. Snipes heute direkt hintereinander. Dann habe ich den ersten Screenshot gesehen. Das war, glaube ich, Evo gegen Fotter. 44 Minuten Spielende, also 4 Minuten nach PT. Und dann direkt danach Evergrey nochmal ein paar Sekunden schneller. Hammerhart. Und vielleicht haben sie sich auch jetzt gedacht, hey, warte mal, holt mein Bier, ich bin noch schneller. Mal gucken. Ja. Was ich interessant finde, ist, beide sind jetzt hier in Richtung der vierten Farm unterwegs. Degewenk ist da noch nicht so weit mit seiner Mühle. Ich weiß nicht, was da sein Plan ist, so viel Korn vorzulagern, weil man sieht ja, dass die rechteste Farm im Moment eher eine Alibi-Farm ist. Wo bist du gerade? Sorry. Bei Degewenk. Die oberste Farm ist eine Alibi-Farm. Die rechteste Farm. Die ist mit 8er voll. Die sieht dann noch so ein bisschen Kauderwelsch an, aber seine Mühle wird immer noch nicht fertig. Er ist jetzt so langsam, das ist ein bisschen late. Wo hat er denn seine zweite Mühle? Ach, da hinten. Da wird sie jetzt gebaut, okay. Ja, wie würden die LAer sagen? Die sagen ja auch Weizenfarm und eine Salzwasserweizenfarm oder irgendwie sowas. Nee, Franz verspricht sich immer und sagt Weizenmine. Die Weizenmine, okay, noch schlimmer. Noch schlimmer. Aber auf jeden Fall, seine Mühle ist jetzt mal so langsam fertig. Nahrung passt bei allen. Degewenk produziert auch schon, finde ich in der 25. Minute mutig mit dem, was er da an Siedlern hat. Weil hat nämlich keine. Also da steht nix. Ja, das ist immer so ein Risiko, weil er hat auch noch die Lager. Also warum produzieren, wenn man die Lager hat? Ein guter Vorteil bei ihm. Er lagert Hämmer ein, ne? Wie war das mit Werkzeug einladen? Komplett RIP? Nein, komplett GG. Perfekt. Komplett GG. Keine Ahnung, mir fiel nichts ein. Also Hämmer und Spitzhacken immer in Richtung nächstes Waffenschmiede und nächste Mine bauen, damit das halt schon mal auf halbem Wege ist. Jeder Meter dann zählt. Dann macht es gut. Profispieler würden jetzt Geologen ausbilden, die vor die nächste Schmiede setzen, sobald der letzte Hammerschlag ist, Geologen runterwandeln. Aber ich zähle mich selber nicht zu den Spielern, die das hinkriegen, ohne einen Fehler zu machen. Und dann rennt der Typ von ganz weit weg, also lieber das Safe-Lager. Er hat seine Kaserne ja wieder gestoppt, auf jeden Fall. Er hat nur ein paar produziert. Das ist schon mal gut. Aber wir sehen ja auch wieder, meine alte Regel ist, hab so viele Siedler, wie die Anzahl in Minuten sind, mal 10. 26. Minute, 260. Wäre ich zufrieden mit. Das sehen wir zum Beispiel Predator bei... Predator hat das. Predator hat mehr. Wir sehen, da stehen so um die 20, 30, 40 Siedler rum. Mhm. Passt ungefähr für die Minute. Das heißt, ihr könnt jetzt ein bisschen was drücken. Dann würden die Lager auch mal leerer werden. Und das passt. Klar, die Faustregel ist jetzt hier ganz grob. Macht er auch in dem Moment. Besser als nichts. Kommen auch die ersten Schwerter. Perfekt. Also raus, ich frage mich immer, ob wir hier mit Stream Delay spielen oder ob wir ohne Stream Delay spielen. Finde ich auf jeden Fall interessant. Also nur mal so, das ist auf jeden Fall immer sehr gut. Die Spieler reagieren auf jeden Fall auf das, was in ihren Siedlungen passiert und das zeichnet schon mal die guten Spieler von den, ich sag mal... Die hören dich, Kevin. Die denken durch den Admin-Channel hier. Da zittert also ja schon jeder, wenn Kevin mitkommentiert, ne? Oh mein Gott, hoffentlich verreist er mich nicht gerade. Konzentrieren, weiterbauen, oh mein Gott. Ich habe immer was zu meckern und dann guckt euch meine Siedlung an und dann habt ihr hoffentlich auch immer was zu meckern. Es war auf jeden Fall sehr erfrischend, mit PJ ein Spiel von dir zu kommentieren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wichtig ist immer, wenn man sich verbessern will, braucht man immer Leute, die einen das Spiel des anderen jeweils mitkommentieren, damit man die Unterschiede merkt und die
die unterschiedlichen Sichtweisen und es ist ja auch eine Kombination von den Leistungen. Klar sind Ausnahmespieler wie Rob auch in der Lage, alleine eine Strategie zu machen, aber auch da entdecke ich noch die eine oder andere Sache und er entdeckt bei mir auch die eine oder andere Sache, die wir besser machen können und nur so werden wir insgesamt besser. Also das ist ein großer Vorteil in der Siedler-Fee-Community, dass man sich dann doch gut austauscht. Predator hat auch einen Haufen Lachs im Lager. Ja, das ist ja bei den Lachsen oder bei den LA'ern oder was auch immer, bei denen üblicherweise, dass da immer ein bisschen Fisch vorgelagert wird. Die brauchen ja mal Fisch. Nein, was er machen könnte, er könnte den Fisch zumindest mal temporär ein bisschen in Richtung Kohle schieben, weil im Lager bringt er ihm nichts. Ja. Was mich wundert ist, wie stark beide Spieler... Vielleicht habe ich auch längere Zeit nicht gespielt und bin ein bisschen raus, aber beide haben relativ wenig Kohleminen, Goldminen sowieso und auch Eisen ist bei beiden knapp bemessen. Das scheint stark auf die aktuelle Situation optimiert zu sein, gefällt mir gut. Läuft aber, Predator, ne? Noch. Ja. Ja, was Predator aber besser macht als sein Kontrahent, ist kein Brot auf die Steinmine, das hasse ich ja, das bringt nichts, weil man sieht bei DG Wenk, da sind zwar Brote, aber die Siedler rennen aus der Pampa hin. Nicht so schön. Bringt nichts. Keine Brote auf die Steinminen, die ihr am Ende der Karte lungern. Ich habe übrigens da vermutlich einen Dieb von DG Wenk vor den Steinminen gesehen, weil der Siedler bewegt sich da seit einer Stunde nicht weg. Ja, das ist sehr naheliegend, ja. Kann aber gar keiner von DG Wenk sein, weil der hat gar keine Diebe. Hat keine Diebe. Stimmt. Also muss es entweder einer von den 6 Dieben, die Predator hatte, weil bei DG Wenk läuft alles und ich glaube nie, oder lief alles gerade mal eine Zeit lang, also müssen die wohl im eigenen Land sein. Ich weiß nicht, was er denn mit den eigenen Dieben dann in seinem Land rumeiert. Den hat er wahrscheinlich einfach nur vergessen. Ja. Aber wo stehen dann die anderen? Egal. Sind ein paar Diebe. Mal schauen. Predator hat so langsam auch den gesamten Berg ergeologisiert. Die könnte man mal so langsam entsorgen, die Geos. Ergeologisiert. Ja, Fachsprache und so. man sieht einen der seltenen Steinminen-Baubugs bei Predator. Zwei Bauarbeiter kloppen sich um dieselbe Posi. Wo? Predator, wo? Steinmine. Die linke. Da kloppen sich zwei Bauarbeiter um dieselbe Posi. Ganz üble Sache. Kurz stoppen, starten, wenn man genügend Bauarbeiter hat, sonst weiterlaufen lassen. Ja, aber es wird doch immerhin gebaut. Immerhin wird gebaut, ja. Ist aber so ein nerviger Bug. Der tritt gerne mal auf bei den Steinminen des Römers. Können wir sowas fixen? Enhanced Edition? Möglich? Eher nicht, ne? Sagen wir mal so, es ist fixbar, aber das werden die Leute nicht so mögen. Das ist ähnlich wie der Bau- und Planier-Bug. Eine Geschichte, die alles mit, wenn man da was fixt, passieren sofort Seitenauswirkungen auf. Wie schnell bauen sich meine Gebäude, wie schnell arbeiten die Planierer und wir haben ja schon kennengelernt, wie sehr der Coal-Fix bereits Auswirkungen hat und wenn dann die Bauarbeiter schneller oder langsamer arbeiten, um sowas zu fixen, da müssen wir dann wohl erstmal rausfinden, was es dann wirklich die Lösung ist und dann mal gucken, was den Spielern gefällt oder was nicht. Predator baut seine Goldminen alle sehr, ich sag mal, südlastig auf dem Berg. Ich weiß nicht, was da der Vorteil ist. Erkennst du daraus einen Vorteil? Lange Laufwege und so? Was, seine Kohleminen? Wie meinst du jetzt? Goldminen. Ja, seine 7 Goldminen sind alle unten in der... 6 Goldminen sind alle unten in der Pampa. Das hat er vorhin alles mit Pionieren erschlossen. Und die sind von links nach rechts gelaufen. Und er hatte eine ganze Zeit lang nur da das Gold erschlossen, also er konnte den anderen Fleck nicht bebauen. Ja, deshalb gut stehen beobachtet. Die da so. Gut beobachtet, halte ich aber trotzdem für wenig hilfreich. Er hatte keine Wahl, ne? Also er hätte ja, noch einen aber, Turm setzen sollen, dass Gold... er das mitgenommen hätte. Ja, also da den Turm ruhig mehr bauen, weil man sieht ja, da oben ist ja gerade einen Turm am Bauen, nicht am Bauen. Er hat seine Geologen und auch seine Pius links offensichtlich und auch unten am Berg alle so ein bisschen, ich würde mal sagen, in Panik vergessen. Bitte nicht zu hoch setzen auch. Das ist natürlich auch alles, wie soll ich sagen, eine hohe Herausforderung. Eine hohe Herausforderung. Ja, auf der Map Stress und so. Guck mal, schauen wir nochmal zu den Wasserwerken, ne? Zu deinen Lieblingswasserwerken beim Predator.
Ja, er hat jetzt 3 statt 2 oder statt 1. Das obere kann gar nicht mehr arbeiten, da wird gar kein Wasser abgeholt. Das, was eigentlich richtig steht. Die unteren, müssen schuften, aber er könnte sich eigentlich die unteren beiden komplett sparen. Stimmt's? Genau. Eins hätte zu diesem Zeitpunkt mit ein bisschen Vorlagern, mit maximaler Ausbeute, mit ordentlich Hinsetzen gereicht. Ein zweites hätte er bauen können, aber so früh, wie er die Wasserwerke gebaut hat, war es auf jeden Fall nicht hilfreich. Also vor allen Dingen, weil er hat ja jetzt theoretisch den Platz und er baut auch, glaube ich, oberhalb der Mühle, da unten bei dem Soldaten, schon wieder ein Wasserwerk. Naja, lieber zu viel Wasser wie kein Wasser. Aber wir sehen ja, bei seinem Kontrahenten läuft es mit 2 Wasserwerken genau gleich gut und... Dafür hat er die Fischerhütten schön unter den See gesetzt. Aber er baut ja jetzt auch oben drüber welche. Ja, unterm... Lassen wir es mal durchgehen, weil er Siedlermangel hat, dann hat er den Siedlermangel ein bisschen mitgegatet. Label, vielen Dank für Tier 1. So, weiter? Was ich so ein bisschen beim DG Wenk immer noch sehe, ist der Siedlermangel. Der zieht sich durch seine Siedlung durch. Er baut auch gerade nur 2 Häuserchen, aber fleißig weiter Schwerindustrie. Er ist aber noch nicht irgendwie dadurch ins Hintertreffen geraten. Also gar nicht. Die geben sich nichts, ne? Auch wenn DG Wenk fast nur, naja, 100 Siedler mehr, weniger hat. Ja, genau. Also die richtige Maßnahme wäre jetzt, 4 Wohnhäuser hinklatschen, auf Toilette gehen und dann gucken wir mal, was Sven wieder da ist. Only Schwertis? Aber beide machen Only Schwertis? Nee, mehr DG Wenk macht's nicht. Ja, DG Wenk hat noch so ein bisschen Speerfeuer dabei, aber das ist eher Deko als... Er hat auf jeden Fall... Siedlermangel 90, auch ganz... 10. Ja, ganz gut daran, dass er hat ja immer noch die Lager voll mit Schwertbahn und Gold. Und die bringt er nicht leer. Ja. Er hat aber auch wieder seine Kasernen gestoppt. Ja, was mir beim DG Wenk im Moment gut gefällt, ist, dass er jetzt auf 5, 2, 5 Bauernhof, Mühle, Bäcker geht. Optimale Verhältnis. Mhm. Mit 2 Wasserwerken, das ist das Optimum. Er muss ein bisschen wegen seinem Fleischchen aufpassen, weil gucken wir uns mal die Eisenminen an. Da ist nix. Sie stehen in der Pampa rum, machen aber nichts. Da kann er jetzt ruhig noch 2 Eisenminen dran bauen, damit es gleich mal weitergeht. Oh, oh. Und Wohnhäuser. Vor allem, wenn wir uns die Eisenschmelzen angucken, da ist auch kein Eisen mehr. Die sind tot. Genau. Entweder setzt er jetzt auf ein Long-Term-Game, also wartet lange Zeit. Seine Waffenschmiede laufen noch, aber das kann... Ja gut, es ist jetzt in der Phase wahrscheinlich nicht so schlimm, weil er die Lager noch voll hat, die er erstmal aufbrauchen muss. Ja, aber das Schwert, was du heute kannst produzieren, produzierst du morgen nie wieder. 5 Euro ins Phrasenschwein. Wir sehen aber, dass Predator jetzt seine Horde an Schwertkämpfern durch die Gegend sendet. Er hat's eilig. Warum auch nicht? Aber er sollte die 100 KK noch voll machen irgendwie. Für Schwertis reichen 96? Hat er auch nicht. 92. Ja, das wird aber gleich noch hinkriegen. Ist das der Tick-Anfang oder wie? Ja, das müsste der Tick-Anfang sein. Ich weiß nicht, wie viel Schaden Schwertis machen, aber die machen, glaube ich, geraden Schaden. 10, 20? Naja, ich habe noch nie so ein Schwert ins Gesicht gekriegt. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Aber ich glaube, es tut kein weh. Physikalisches Schwert, Patrick. Da hast du wieder was falsch verstanden. aber auch unser Kontrahent hat noch nicht sehr große Bemühungen in Richtung einer Tierzucht unternommen. Jetzt übrigens gerade die 100 Zuschauer geknackt, Leute. Danke und Servus. Was? Tierzucht? Was? Wer? Wir brauchen mal langsam Fleisch. Bei beiden. Ja, da wird gerade ein Jäger gebaut, oben rechts bei DG Wenk. Das sehe ich. Und bei Predator nicht. Der baut aber vielleicht seine Fleisch. DG Wenk hat auf jeden Fall eine neue Strategie mit seinen Schwertern untenrum. Diesmal geht es komplett untenrum. Das könnte sein Tod bedeuten, wenn er das macht. Weil ich wette, Predator läuft dann in seinen. Läuft dann zu seinem Turm. Ja. Wenn er runterläuft, verliert er. Er macht jetzt auch Tier 1er.
Also, er ist sich seines Eisenproblems entweder bewusst geworden, was ich nicht ganz nachvollziehen kann dann, weil macht ja dann keinen Sinn. Also, er macht auf jeden Fall jetzt all in. Aber mit Tier 1 machst du das doch noch schlimmer. Nutzt du doch mehr Eisen verbrauchen. Tier 2er. Ja, egal, trotzdem. Ja, deswegen. Ob er sich seines Problems bewusst ist, habe ich gefragt. Ach so. War fragend. Aber verstehe ich trotzdem nicht. Er hat ja auch noch Gold im Lager. Genau, aber er wird ungefähr so viel Gold haben wie Schwerter. Und deswegen denkt er sich, ich brauche, aber das ist halt genau jetzt das Falsche, weil Gold kommt die nächsten 5 Minuten noch nach, aber Eisen wird die nächsten 10 Minuten komplett stillstehen. Also Degewenk hat vermutlich hiermit einen Nachteil. Er hat auch viel weniger Militär, hat 50 weniger, ne? Ja, er könnte ihn theoretisch strategisch versuchen zu lösen. Oh, er hat aber Diebe da stehen. Oder sind, ja, könnten auch die Diebe von... Das sind vermutlich eher welche vom... Ja, weil sie nach links laufen. Predator. Weil ich würde meine Diebe nicht nach links senden, wenn gleich Kampf ist. So, also unten lang. Der Weg ist ja schon offen, ne? Seit über einer Minute. Da laufen jetzt von DG-Wenk mal zumindest Tier 1er und die laufen jetzt in die Diebe oder Sabos, was auch immer das ist, vom Predator. Oder sie laufen Diebe vorbei. Sein, weil wir haben ja keine Sabotage-Statik. Oh, sie laufen vorbei, das ist natürlich... Ja, das passiert aber schnell in so einem Weg. Was passiert oben im Weg? Ja, da aber scheinbar hat Predator seinen Fehler bemerkt. Die Diebe ziehen sich ein bisschen zurück. Er macht was Komisches. Die Diebe splitten sich, laufen jetzt weiter. Er hat nur geguckt, was ist es, und hat sich gefragt, was ist es. Oben hat er auch Diebe oder Sabos lang. Ja, das ist wahrscheinlich alles Vision. Vision for the win. Was DGVenk jetzt natürlich macht, ist sehr, sehr risikoreich. Minute 40, 100 KK bei Predator. 211 hat er geschafft und DGVenk hat 189 geschafft. Allerdings hat DGVenk, wie gesagt, auch viel Tier 2 und er geht tatsächlich runter. Aber dann weiß er offensichtlich nicht, wann das Ding aufmacht. Ja, er hätte schon vor 2 Minuten loslaufen können, dass, wenn man das... Also ich vermute mal, dass er denselben Trick wie gegen mich macht. Erstmal unten rumstehen und dann völlig random BT oben rum. Was mich ja auch schon gegen ihn irritiert hat, dass es so spät kam. Ja gut, auf jeden Fall, wenn Predator, ich sag mal so, gegen den Stream Snipe ist es natürlich eine effiziente Abwehrmethode. Wobei, also theoretisch, dass man seine Truppen erstmal an dem falschen Ort sammelt und dann kurz vor knapp wegzieht. Aber Predator scheint zu pushen. Er hat wahrscheinlich mit seinen Dieben jetzt. Ich glaube, der geht jetzt auch da unten rein, oder? Mit seinen Schwerdis. Ja. Interessante. Movements, es könnte so wie bei mir sein, rennt oben rum wie so ein Bekloppter und nervt den Gegner einfach nur tierisch. Und das funktioniert bei dir gut, das wissen wir auch schon. Ich werde von allem genervt. Hat uns PJ gesteckt, Taktik gegen dich, einfach nur nerven. Die ganze Zeit nerven, am besten ein bisschen mit Dieben und so, klauen, einfach nur nerven. Bringt dich komplett auch raus, ne? Ja, sagen wir mal so, es nervt mich schon stark und dann befasse ich mich gerne damit. Alte 4. Ja, oder. Aber immerhin hat DGVenk jetzt mal langsam wieder Eisen. Bei Predator. Ich sollte mich mal entscheiden: Predator oder Predator? Kommt es das erste Ciri-Set? So, und DGVenk schwenkt komplett um. Will jetzt doch oben lang. Und der erste Pulk Schwertis von Predator ist jetzt halt schon durch die Würste durch. Schwierig. Strand. Und der Strand hat soeben bemerkt, dass er oben rumgehen will. Und Blau, um mal den Namenskonflikt zu gehen, hat gerade gesteckt bekommen, dass eine Armee von DGVenk durch die Arena. Das hat er gesehen. Und das ist natürlich jetzt effizient, weil er bindet jetzt alle blauen Truppen. Die Frage ist aber, schafft sein Umweg obenrum den Vorteil zu gewähren, weil er rennt jetzt wie ein Bekloppter obenrum oder auch nicht. Da steht die Hälfte der Armee, genau denselbe
Fehler, die er schon gegen mich so ein bisschen gemacht hat, halt nicht entschlossen genug oben rum. Also dann schickt sie auf den Startturm vom Gegner oben rum. Macht doch. Es gibt nichts, was den Gegner so zerstört. Und was jetzt Blau besser macht als ich. Anstatt den oben gesteckten Weg, den hat er bestimmt auch mit seinen Dieben gesehen, weil er hat ja oben Diebe. Oder ich kann mir vorstellen, dass er gleich zurückmoved, wenn er jetzt sieht, was da von unten kommt, weil er muss sich ja verteidigen. Ja. Von dieser Hi. Den Fehler, den ich gemacht habe, ist, ich bin auch oben rum, weil ich dachte, oben rum kommt die ganze Armee und ich könnte es nicht schaffen. Aber wenn man es jetzt mal in der großen Streamer-Ansicht sieht, unten ist der Weg einfach schneller und guck mal, wo Predator schon ist. Der steht jetzt erstmal bei seinen Kasernen und durchforstet das gesamte Land nach dem Türmchen. Tja, könnte auch ein schnelles Spiel werden tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Aber er läuft weiter oben lang. Ja, das muss er ja jetzt. Ja. Er hat gar keine andere Wahl mehr. Nur sieht er jetzt ungefähr 2er in seiner Siedlung. L3er Schwertis. Danke, Label, fürs nächste Tier 1. Bester Mann, weil es ging an Sandy. Mit I. Wer ist ein Sandy mit I? Egal. Namen sind immer mehr ein Rätsel. Also, Team Blau steht jetzt unten oder Blau steht jetzt unten an der Landesgrenze, ist noch ein bisschen abwartend. Ja, das ist gut. Das ist jetzt erstmal gut für DG Wenk, wenn er nicht da gleich reinmoved. Er weiß natürlich nicht, genau, ne, dass da eigentlich gar nichts ist, dass er da komplett durchlaufen könnte. Ja, aber er wird jetzt natürlich sich ärgern. Also was ich jetzt an seiner Stelle machen würde, ist jetzt erstmal strack 5 Schwerter nehmen, die einfach an alle möglichen Enden des Landes schicken. Entweder kriegen sie einen Turm, wenn sie unaufsichtlich sind, oder ich krieg mal ein bisschen Vision. Ich denke, er wird jetzt so ein bisschen, wie ich auch in der Situation war, oh, Hilfe, es kommt oben rum eine ganze Armee, was mache ich denn jetzt? Ich verteidige erstmal meinen Turm. Und das sieht Predator er, aber du weißt halt, ein auch Spieler, nix wenn du so wirklich, ne? Da, ein bisschen was, aber er könnte das auch nicht abwehren. Das, was man halt nicht bedenken sollte, man sieht halt nichts als Spieler. Oder man sieht kaum was, man hat erstmal jetzt keine Ahnung, was man denn am besten tut. Ja, und Predator wird sich gerade denken, scheiße, hätte ich doch Sabus mitgenommen und da sind sie auch schon unterwegs. Was sind das, 10 Stück? Ungefähr, 9, 10 Stück. Ja, 15 19. Stück sind ausgebildet laut Chat. Also da kommt auf jeden Fall jetzt eine Armada. Was laut Chat? Er wird jetzt... Laut Statistik. Ja, unten in der Stati. So, er wird auf jeden Fall jetzt sammelt sich DG Wenk nochmal oder geht er echt im Strahl runter? Weil wenn er im Strahl runter geht, hat er keine Chance. Ja, wenn DG Wenk jetzt kompetent zu seinem Stadttor geht oder zu seinem Turm geht, also zu den Kasernen, wo ja jeder normale Spieler mit hierhin hingeht, dann könnte er schaffen, geht rein, weil Predator erst jetzt reingeht DG Wenk und DG Wenk halt weiterhin seine Türme deft. Und wenn DG Wenk jetzt clever ist, was er schon gegen mich gemacht hat, erobert einen Turm beim Gegner und reißt jetzt alles bei sich im Land. Dann kann zwar die Sabo-Armada da unten ganz schön viel Schaden machen, aber er ist unbesiegbar. Und der Gegner hat seine Truppen beim falschen... kann keine Türme mehr erobern und was hat er bei dir gemacht? Land. Du musst halt... Ja, oder ich hab's bei ihm gemacht, besser gesagt. Ich hatte halt mein eigenes Land unbesiegbar gemacht, weil ich einen Turm bei ihm hatte. Das wird nix. Ich hätte halt alles DG-Wink da macht. Gerissen. Das wird nix. Er hat auch zu wenig KK. Ja, 116 zu 130. Das ist geil. Was man halt sieht, DG-Wink ist jetzt im Stress. Ja, beide. Also die Kasernen sind tot, ne? Also produzieren tut Weiß nicht mehr. Das ist schon mal ein Vorteil für Predator. So, jetzt kommt die Schwertarmada bei Weiß auch auf die Kasernen von Blau. Ja, und jetzt. Aber da steht natürlich einiges mehr von den Blauen. Ja, aber es stellt sich die Frage, wie viele Schwerter sind. Wenn die Blauen jetzt nicht zügig genug den Turm da oben entdecken, dann hat DG Wenk einen ganz schönen Vorteil. Es wird jetzt erstmal mit den Schwertern, werden jetzt erstmal alle Sachen durchsucht im Land.
Das ist gut, es könnte ja tatsächlich in so, einer ziemlich unnötigen... So, den ersten hat er jetzt, glaube ich, gleich. Oben rechts, ich hoffe... Ja, was ich bei dir gefängt nicht so ganz verstehe, ist, warum er jetzt beim Gegner sich zurückzieht wie so ein Trottel. Und ich glaube, den zweiten hat er auch gleich. Der Gewenk muss halt jetzt seine Türme in seinem Reich alle reißen. Alle weg damit. Er hat ja noch keinen nicht eingenommen. So... Ja, aber er muss jetzt eigentlich oben den im Wald halten und dann muss er seinen einzigen Turm da oben noch deffen. Und jetzt muss so, er den ersten hat er gerissen, den zweiten hat er gerissen, den dritten hat er gerissen. Wo hat er überhaupt noch einen? Ja, aber der Gewenk kann jetzt alle reißen. Hä? Ach, da drüben! Der Gewenk wird gewinnen! Was? Warum? Woran wird gewinnen! Dicke Wink, oh, Predator, was hast du getan? Hat warum hast sein... du deine eigene Niederlage? Warum? Hat er seinen Turm gerissen? Dicke Wink hat einen einzigen Turm noch beim Gegner und er sucht den letzten Turm. Und er hat in seinem eigenen Land keine Türme mehr. Aber er hat Sabus jetzt bei ihm drin. Ja, aber wofür? Die Solis sind sinnlos. Dicke Wink hat jetzt Predator ausgespielt. Und er muss jetzt nur noch ganz rechts den scheiß Turm kriegen. Den er aber auch sieht, ne? Weil er sieht, er hat... Weil er an der Landesgrenze ist. Oh, die Gewenk er schickt mit all seine alles rüber. Geschickt haben. Er muss jetzt oder er shiftet sie sogar, ne? Sie gehen nicht auf die Bogenschützen, er shiftet sie. Ja, aber er muss jetzt nur auf eine Sache aufpassen. Dass er nicht der Gegner seinen eigenen Turm klaut. Das ist jetzt quasi eine Lose-Lose-Situation. Der als erstes den gegnerischen Turm kriegt, gewinnt. Ach so, aber das schnallt er nicht, ne? Predator jetzt komplett Panikmodus? Das schnallt er nicht. Predator ist jetzt voll fokussiert. Er hätte jetzt clevererweise nach rechts geschiftet Mist und nach oben zum Turm. Und wenn er oben den Turm gleichzeitig kriegt wie sein Gegner, das hätte eine 1-1, aber... Und er haut auch auf... Nee, das verteidigt er nochmal. Ja, aber das ist jetzt vorbei. Er hat jetzt genügend Schwerter dahin gesendet, das ist vorbei. Das ist noch ein GG an DG Wenk mit der, ich sag mal... Random Strategie, die ich hier gesehen habe, naja, aber dieselbe Strategie wie gegen mich halt auch. Das war genau die gleiche Strategie, die er schon gegen mich angewendet hat. Nur, dass die jetzt aufgegangen ist. Weil Predator nicht geschnallt hat, was Sache ist. Predator war, kann man jetzt aber auch so sagen, das komplette Spiel besser, stärker. Ja. Ja. Aber richtig geil ausgekontert. Oh, ich lieb dieses Spiel. Ja. Ich lieb es einfach. Das ist GG. Auf jeden Fall ein genialer Schlachtzug und ich sag, mit Mist kann man auch gewinnen. Der erste Lachs aus dem Teich. Das ist auf jeden Fall. Also ich habe noch nie ein solch komisches, aber das war die gewenkte Strategie, muss ich es jetzt nennen. Ja, aber top. Der hat aber ist genau halt, gewusst, ist halt was er auch, machen möchte. Ist es aber auch. Ja, aber es ist aber auch bei Predator so, er hat seinen Turm gerissen, seinen großen Turm, unnötigerweise gerissen, den hätte ich noch so lange stehen gelassen, wie es geht. Er hat rechts zwei Türme zu nah aneinander gebaut, das war auch dumm. Und er hat unten rechts zu spät seinen Safe-Turm gebaut. Das hat ja Macronix gegen mich besser gemacht. Oder war das auch Predator, der das, Predator? Nee, gegen Predator hast du noch nicht gespielt. DG Wenk besser gemacht. Aber ein sehr, sehr spannendes Spiel. Wollen wir kurz zu den beiden mal rübergehen? Und fragen, auch wenn DG Wenk kein Mikro hat, aber Predator, der wird sich sicher aufregen. Ja. Hallo! Predator, bist du da? Oder hast du keinen Bock mehr? Alter, lass mich in Ruhe, ey. Ich bin so blöd. Den Turm gerissen hätte ich es wahrscheinlich geschafft, oder? Ja, natürlich. Ja, wenn du den Turm nicht gerissen hättest, hättest du es geschafft. Kevin ist explodiert, wo du das gemacht hast. Nein, er hat sich gerade selbst getötet. Ja. Das war die klassische Digi-Wenk-Strategie, wenn ich es mal so nenne. Ja, Digi-Wenk, ein Turm bei dir eingenommen, bei sich alle gerissen, du deine ganzen Truppen bei ihm und es ist ihm scheißegal, weil er muss nur noch bei dir tun. Ja, aber Digi-Wenk... Ja, das tut auf jeden Fall sehr weh und ist auf jeden Fall eine, ich sag mal, sehr, sehr bittere Niederlage, weil es tatsächlich so war, dass du das gesamte Spiel über ein leicht besser warst. Die Gewenk hat wieder aus meiner Sicht den gleichen Fehler gemacht, wie auch gegen mich im Stream ich mir dann im Nachhinein angeschaut habe und ich glaube auch, irgendwie so ein bisschen typisch für ihn ist, ob es jetzt gut oder schlecht ist, ist egal, aber erstmal unten alle Schwerter machen, nach PT schicken wir sie dann mal oben rum.
Einfach mal unten warten, eine Stunde und dann schicken wir oben rum. Ja. Sag mal so, hättest du nicht so lange gezögert bei ihm? Du hast doch Ich gesehen, weiß. dass oben sind, aber das gleiche Ja, ich Problem hatte weiß. ich auch gegen ihn. Ich wusste nicht, greife ich jetzt an, ziehe ich jetzt zurück, gehe ich Der oben gegen ihn Arme. vor, Hilfe, ich Lass ihn noch verliere, mal das Luft war. holen. Er hat vor allem meine Diebe unfassbar gut abgeschirmt. Also das war richtig, richtig gut. Also ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat es irgendwie immer gesehen, wo die Diebe waren. Er muss da echt gut geschaut haben, weil. Ja, du bist aber auch ein bisschen reingelatscht in seine Ja, ich Shit bin auch diesmal. reingelaufen, das stimmt wohl, ja. Ja, aber das gleiche ist wie bei Macronix. Macronix hat auch alle meine Diebe Oh abgefangen und ich Mann. habe seine Diebe auch alle gesehen. Ich glaube, ich habe sogar seinen Dieb bei mir an der Werkzeugschmiede. Aber sagen wir mal so, es ist kein Spiel, was über KK, was über Solis gewonnen wurde, Nein, sondern sonst hätte einfach ja darüber, dass immer man. Predator gewonnen. Er war ja überall besser, in jeder Statistik komplett überlegen. Tja. Es Hammer. war der Sieg des, ich sag mal, cleversten Weges. Ja, der Ja. Clevere hat Klar. gewonnen. Vor allem ich. Ah, Mann, ja. Und du hast es doch oben eigentlich auch frühzeitig gesehen durch Ja, ich deine hab's Diebe, auch oder relativ wann? früh, ja, aber ich hatte nicht so viele gesehen. Ich hatte gedacht, okay, das sind 30 Soldaten, hab gedacht, er versucht mich da jetzt zu täuschen. Ach so, ja, aber denk dran, bei der Gewenk, Ja, möchte ich auch mal ja, Chronix gleich ja. schon bemerkt haben, seine Standardstrategie scheint zu sein, obenrum einfach mal alle Schwerter zu senden. Also Ah, wenn es nur mal Mann. ein drittes Mal klappt, dann lache ich. Ja, Macronix würde jetzt Richtig ganz weh. genau auf zugeguckt Scheiße. haben, ne? Also da hat ja jetzt Predator super Schützenhilfe für Macronix geliefert. Das wird nicht nochmal Ja. funktionieren. Ja, Nein, aber das war ansonsten, echt es war ein klar. schönes Spiel. Es war nicht das beste Spiel von der Nee. Aber Gewinn es im war Vergleich zu deinem Spiel sauspannend. und auch nicht von dir. Aber es war ein perfektes Spiel, weil es halt wirklich nur noch um Sekundenbruchteile bei den Türmen ging. Unten der Turm wurde zu spät fertig. Ein Tipp, den ich nur geben kann oder der vielleicht nützlich ist, wenn man jetzt obenrum angegriffen wird und das frühzeitig sieht, einfach mal unten in der Pampa einen Turm bauen, der kann Hammer. Gold wert sein. Ja, ich weiß, ich habe ihn auch gesetzt, aber viel zu spät. Ich habe Ja. ihn viel zu spät gesetzt und sie haben ihn Aber dann auch nicht mehr gebaut. ich glaube, der Stress war einfach enorm hoch, oder? Also Ja, bei mir war irgendwie. es so, ich habe nichts mehr hingekriegt, also auch gerade gegen die Gewenk, da war ich das gesamte Spiel, also ich habe meine Siedlung nur noch nach Skript quasi im Kopf aufgebaut, Häuser hingesetzt, Gebäude hingesetzt, das hat man auch gegen Macronix gesehen, gar nichts mehr. Ja. Aber danke fürs Spiel euch beiden, auch die Gewenk, wenn du noch kein Mikrofon hast, wie ich gehört habe. Aber es war ein schönes Spiel von euch beiden. Es war kein übliches Siedlerspiel, aber genau das ist das, was mir viel mehr Spaß macht an Siedler als das übliche Siedlerspiel. Aber ihr beide wieder mit Schwertern. Ist das jetzt die neue Meta-Schwerter? Habe ich was nicht mitgekriegt? Oder sind Schwerter einfach Geil. schöner? Ja, also mein Gedanke bei den Schwertern ist halt immer, dass man grundsätzlich erstmal nicht gerusht werden kann mit Bogies. Und dass man, also das ist so mein Gedanke, man kann den Gegner erstmal in sein Land zurückdrängen. Und dann mit Bogenschützen halt nachrücken, theoretisch. Das ist immer so mein Was? Gedankengang dahinter. Weil auf dem freien Feld haben Bogenschützen, also ich habe es jetzt auch ein paar Mal schon mit Schwertern gespielt, ich habe noch nie gesehen, dass die Bogenschützen wirklich gegen die Schwerter gewinnen. Im bestenfalls Ja, machen sie 50-50 1-1. das hat PJ auch mal im Stream erwähnt, wenn zum Beispiel du jetzt Schwerter gegen mich machst, ich werde das mit Dieben voll auskundschaften versuchen. Einfach nur so. Was ich dann machen werde, ist, ich suche mir eine Engstelle und ich bilde 50-50 aus. Und dann verlieren deine Schwertis. Also davon musst du auch Das aufpassen. ist Also richtig, ja, klar. nur Schwerter, aber da muss halt der Gegner sehr, sehr viel, ich sag mal, keine, nicht sehr, sehr viel Vision haben, aber er muss die richtige Vision haben. Was mir bei dir gut gefallen hat, dass die Siedler passten. Du hattest bei der ersten Bergarbeiterung, wenn ich es jetzt mal so nenne, wo du deine erste Eisen- und Waffenproduktion machst, hattest du vorher mal, ich sag mal, zwei Wohnhäuser zu viel hingeklatscht, die eigentlich beim dicke Weng hingehört hätten. Also, sagen wir Ja, mal ich so, setze du zwei hast da bei Wohnen. den Siedlern Ja. übertrieben. Der Gewenk hat gesagt: Ah, Siedler ist so was für Luschen, ich mache so zwei Häuser weniger, dann gucken wir mal, wie es läuft. Und im nächsten Tick hat man es auch gesehen, wo ihr euch unterschieden habt. Aber ja, da sieht man halt wieder, das Spiel wird leider, leider nicht nur durch die gute Wirtschaft, sondern Du, durch einen guten Kevin. Kampf, durch eine gute Geschichte entschieden. Aber ich glaube, Macronix wir müssen zum nächsten wartet. Spiel. Wir müssten weitermachen. Genau. Dann ab zum nächsten Spiel. Danke für dich, Predator. Ja, Und und wir gucken mal, wann wir gerne, unser gerne. Spiel machen können. Bei mir sieht es unter der Woche auch heute. Patrick hat mich dann nur heute zu gezwungen, ehrlicherweise. Gut, dass er mich dann nochmal daran erinnert hat, weil sonst wäre ich hier schon gefühlt am Pennen. Wir gucken mal, wann wir es machen. Wir sprechen aber nochmal drüber. Ich melde mich dann Und dir um. gewinnst, dass ich jetzt bitte gegen Macronix anstrenge. Besieg mal Chronix, die Gewenk. Wir setzen jetzt alle Hoffnungen auf dich. Wobei, eigentlich ist es ja egal für dich, theoretisch.
Ja, stimmt. Es wäre doch jetzt besser für ihn, wenn jetzt Macronix gewinnt. Weil dann könnte Predator noch gegen Macronix gewinnen. Und dann hätten wir einen Dreiervergleich. Das wäre der wirste Dreiervergleich. Dann gibt's wieder Wetzerhaufen. Okay. Ja, dann gucken wir mal, was da passiert. Aber wie gesagt, Digivenk, ich habe die Map hier schon mal aufgemacht für die Nachfolgepartie. Jo, und wir sammeln Macronix ein. Wo ist er denn? Beziehungsweise Stream, ganz kurze Pause, gleich geht's weiter.